Die Ankündigung des Weltfußballverbandes FIFA kam überraschend. Die Fußballweltmeisterschaft 2030 wird in Südamerika eröffnet und anschließend in Marokko, Spanien und Portugal ausgetragen. Das teilte die FIFA am Mittwoch nach einer Sitzung des FIFA Councils mit. Im Jahr 2030 werden wir einen einzigartigen globalen Fußabdruck haben. Drei Kontinente, Afrika, Europa, Südamerika, sechs Länder, Argentinien, Marokko, Paraguay, Portugal, Spanien und Uruguay, die die Welt willkommen heißen und vereinen, während wir gemeinsam das schöne Spiel, das 100-jährige Jubiläum und natürlich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft feiern. Das Eröffnungsspiel soll dabei in Uruguay stattfinden, zwei weitere Partien in Argentinien und Paraguay. Damit will die FIFA auch das Jubiläum des Turniers entsprechend würdigen. Die erste WM war 1930 in Uruguay ausgetragen worden. Ursprünglich wollten die drei südamerikanischen Länder das Turnier komplett austragen, was die FIFA aber ablehnte. Nach den drei Spielen geht das Turnier mit 48 Nationen in Marokko, Spanien und Portugal weiter. Zahlreiche Flugreisen von Spielern, in Delegationen und Fans sind vorprogrammiert. Alle sechs Gastgeberteams sind automatisch für die Endrunde qualifiziert.